29. Juni, siebter Trade und der Markt macht hier keine Anzeichen, irgendwie in die ein oder andere Richtung zu laufen. Wir halten fest, wir sind wieder in einem Level von bei 50, 15.648 aktuell. Uhr 46. Siebter Trade. Halten fest, 9:48 Uhr. Am 29. Juni, an dem Tag, wo Deutschland gegen England spielt, für unser Video, für unsere Homepage, Special Video. Ich persönlich denke, dass der Markt eher Richtung Süden läuft, aber wir sehen es. Der Markt will nicht Erdgeschoss, will nach oben. So sieht es zumindest aus. Wichtig ist, dass wir die 50er-Marke jetzt überwinden, nach oben. Ja, wir sehen dort oben das letzte Hoch, die gestrichelte Linie. Oder wir machen nochmal einen Sprung jetzt um 10 Uhr in 11 Minuten zur vollen Stunde Richtung Süden. Dann wird es der achte Trade. Dann sind wir vorbereitet für heute Abend. Jetzt kommt Farbwind rein. Ich habe extra meine spezielle Mütze heute dabei. So, dann wollen wir mal schauen hier. Achter Trade. Werden wir heute stoppen müssen. Siebter Trade sind wir immer noch. Neun Uhr fünfundfünfzig, auch hier für unser Video Aufzeichnungstrade, einer der seltenen Trades, wo wir hier in eine Aufschaukelung kommen. Es ist 29. Juni 2021. Wir sind im siebten Trade und noch sind wir nicht raus aus dem Trade. Habe mir schon vorbereitet, meine orangene Mütze für den Trade Nummer 8, aber Trade Nummer 8 sind wir noch nicht, wir sind immer noch im Trade Nummer 7. Die gestrichelte Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an, wenn er nach oben raus möchte. Das Hoch, wie gesagt, heute Vormittag lag bei 65, 50 jetzt gehandelt. Gleich die volle Stunde, 10 Uhr. Und jetzt bin ich gespannt, ob die Käufer hier reinkommen. So, 9.58 Uhr. Wir sind nach wie vor im siebten Trade. Wir haben uns die Stundenkerze nochmal angeschaut und die sieht, ja, unten dort, also für eine Heiken-Aschi-Kerze sieht die nicht berauschend aus, aber sie sieht mehr long aus als short. So, wir machen nochmal das volle Bild. Gestrichelte Linie zeichnet unser Gewinnziel an. 59. Das Risiko auf der rechten Seite seht ihr im siebten Trade. Jetzt, umso näher wir uns an diese gestrichelte Linie ranhangeln, wird natürlich der Verlust immer geringer. Es sei denn, der Markt dreht gleich in Richtung Süden. Siebter Trade. 30 Sekunden noch bis zur nächsten Stundenkerze, dann die. So.
Jetzt sehen wir, die Vola-Box hat sich auch ein wenig verschoben. Die gestrichelte Linie ist immer noch unser Gewinnziel. Und jetzt 10 Uhr. Und jetzt bin ich gespannt, ob der Markt jetzt hochzieht. Gestrichelte Linie liegt bei 63, 6 Punkte noch. Ich nehme das Schloss schon mal raus, weil ich traue den Braten natürlich nicht. Ich dachte, wir gehen Richtung Süden. Jetzt schauen wir mal. Gestrichelte Linie ist unser Gewinnziel. Sobald wir drüber sind, ja, ein Tickchen werde ich den Trade dann adios sagen, wenn er rüber geht. Ansonsten gehen wir in Number 8. Will nicht, also wieder Schloss davor, damit wir keine Fehler machen. Was kann man für Fehler machen? Natürlich beim siebten Trade, beim Chart klein und groß machen, dass man zufällig dann irgendwo drauf drückt. Das muss nicht sein. Nochmal fürs Protokoll, 10.05 Uhr und wir sind immer noch im siebten Trade und jetzt zieht der Markt an. Schloss nehmen wir raus, sobald der Markt diese gestrichelte Linie nach oben überwunden hat, ein wenig, werde ich die Trade schließen. Mir fehlt jegliche Fantasie auf angepasst nach oben. Ich weiß, das ist blöd, aber sobald der Trade die gestrichelte Linie dort erreicht hat und dann nach oben raus möchte, mache ich auf Ausstieg. Aktuell sind wir aber immer noch auf dem Level von 50. Ja, und Schloss geht wieder zu. Ein Trade ist gerade in den Gewinn gelaufen, nämlich der USD, Konto History für heute, der Audi USD, Kim Jun Sen. So, jetzt sieht es danach aus, dass der Markt vielleicht nach oben raus möchte. Nach wie vor 10.09 Uhr, wir sind im siebten Trade. Siebter Trade. Und wird der Proppen jetzt gleich nach oben oder nach unten aufgelöst? Wie gesagt, es gibt nur drei Richtungen, entweder Long, Short oder Seitwärts. Und in der Seitwärtsphase befinden wir uns. Die nächste wird es entweder Long sein oder Short. Wir schütteln schon mal. Mineralwasser. 57 jetzt gehandelt. Dow steigt. Okay, gestrichelte Linie nochmal zum Fokus für unsere Videoaufzeichnung. Siebte Trade, angepasst alles aus, also abweichendes Ziel. Wenn er rüber hüpft, werde ich das Schloss rausnehmen. Jetzt nochmal den Versuch, Schloss raus, macht er jetzt den Sprung. Liegen jetzt mittlerweile Riesenorders mit Sicherheit vom Traders Club hier irgendwo bereit. Und wenn der eine oder andere jetzt da aussteigt, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen weiter nach oben laufen. 59 jetzt gehandelt, meine Damen und Herren, ganz langsam. Jetzt sind wir im Gewinn. Er hat einmal berührt. Die einen oder anderen sind raus. Ihr habt ja den Sprung gesehen eben. Dick. Siebter Trade. Und jetzt sind wir im Gewinn. Aber wir wollen noch ein bisschen mehr mitnehmen. Also für diese... Die Ängstlichen und die Gierigen 0,07 und komm und raus. So. Videotagebuch, siebter Trade, sind wir raus. Und ja, auch wenn es jetzt weiter nach oben geht. Es ist viel spannender gemeinsam in den siebten Trade als alleine, denke ich mir. Ich hoffe, heiße Kiste.
Ich konnte euch ein wenig betreuen. Und nach wie vor, der Markt hat uns nicht geschlagen, auch nicht im siebten Trade.